Wir haben das jetzt geübt, jetzt können wir anrufen. Blümchen, ist sie hoffentlich in der Leitung? Hallo? Hallo, Milka. Hallo, Jasmin, wie geht's dir? Leider nicht so gut. Ich glaube, das war einfach ein bisschen viel. Auf der Popcom, denke ich, habe ich ein bisschen in die Stränge geschlagen und seitdem habe ich mich nicht so erholen können. Ach so, aber am Montag wolltest du doch hier sein. Kommst du dann trotzdem? Ich habe ja jetzt noch 2-3 Tage Zeit. Gestern war so der schlimmste Tag. Ich habe eine eitrige Mandelentzündung. Gestern hatte ich ziemlich hohes Fieber. 39,2 war es gestern. Und jetzt schlucke ich ganz viel Penicillin und habe was zum Gurgeln. Und das wird, denke ich mal, jetzt tagtäglich nur besser. Ich hoffe, dir wird es bald besser wieder besser gehen, weil am Montag musst du hier erscheinen. Und wenn du dich hierher schleppst. Ja, aber dann ist der freche Olli ja wieder da. Ich wäre ja lieber bei dir. Ich hätte dich auch gerne hier neben mir sitzen gehabt. Das wäre ein schöner Flirttag geworden. Aber wenn du krank bist, bist du krank. Und ich denke, erstmal so ein bisschen entspannen und sowas wäre vielleicht das Beste, so ja, für einen Anfang. Ja, meine Mama ist ganz glücklich, weil sie sagt immer, ich bin viel zu selten zu Hause. Sie ist froh, dass ich jetzt nicht aus dem Bett kann. Und was kriegst du so für eklige Medizin, so mamamäßige, ja, also sie, komische also sie Tees? Sie fragt immer, ob ich was brauche. Aber sie möchte mich immer füttern. Ich habe alles, was ich habe, ist auf gar keinen Fall Hunger. Und sie möchte immer, dass ich was esse, weil kranke Menschen müssen ja viel essen. Mandelentzündung und Eisessen passt sehr gut zusammen. Ja, aber ich habe echt überhaupt keinen Appetit. Also ich habe so ein bisschen ein paar Weintrauben, die ich esse und sowas alles. Aber dass du mir nicht zu dünn wirst. Ach, hätte ich jetzt nichts dagegen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Auf jeden Fall wirst du hoffentlich wieder ganz, ganz fit hier antanzen. Erhol dich schön. Lass dich mehr oder weniger durchfüttern von deiner Mutter. Lass dir bloß aber keine irgendwie eklige Suppe andrehen. Nein. Das ist immer ganz doof, wenn man krank ist. Und von uns kriegst du zur Aufmunterung einen dicken, fetten Applaus erstmal. Hey! Vielen Dank. Ich finde es ein schönes Wochenende. Ebenso. Du kannst ja vielleicht ein bisschen den Bauch bräunen lassen. Hast du gutes Wetter wenigstens? Also ja, ich hab heute zum ersten Mal meine Jalousien wieder hochgetan. Gestern konnte ich kein Licht ertragen und hier in Hamburg scheint die Sonne, was es noch schwerer macht, weil ich ja mich wirklich langweile. Nach 2 Tagen im Bett liegen ist es einfach nur noch langweilig. Ja, geh ein bisschen raus spazieren, muss ja auch irgendwie das gut sein. Das darf ich nicht. Frische Luft darfst du auch nicht? Nein. Ja, dann stell dich ans Fenster. Genau. So, muss sein jetzt, wenn die Sonne schon mal scheint. Und um dich noch ein bisschen mehr aufzuhalten, dann gibt es jetzt natürlich auch deinen Clip, Die Welt gehört mir. Oh, cool. Na? Und hoffentlich am Montag, okay? Okay, bis dann. Bis dann. Tschüss. Blümchen mit Die Welt gehört mir. Gute Besserung.